Krabs machen. Ja, Mr. Krabs muss ich anmachen. Oh. Ach, der, deshalb war meine Framerate so hoch. Ich hab mich schon gewundert. Mein Gott. Ah, warum hat mir das denn keiner gesagt? Weil Jonas, hast du Lust, mit Jerrys Folterkeller kaputt zu machen? Oh ja. Ist der von der GEMA? Kann man nicht ausprobieren. Ja, ist von der GEMA. Was? Boah, die GEMA? Boah, lass die GEMA kaputt machen. Ja, kommt. GEMA kaputt machen. Anzünden, öffentlich hinrichten. Ein Aufruf zur Revolte. Nur hier und live von Games Today. Dann würden wir Millionen machen, Mann. Wir machen auch ihre GEMA kaputt. Wir kennen keine GEMA. GEMA weg. GEMA was? Ja, bitte was? Warum machen wir das hier eigentlich so kompliziert? Weil es Oldschool ist. Oldschool ist die coolste Schule. Die Oldschool? Ja, Mann. Fuck, genial. Ding. Ich weiß, dass ich cool bin. Das hat ja schon fast geklappt. Na gut, hier, komm, machen wir den Rest halt. Legit. Warte mal, bist Sag nicht, dass ich vorher das gesettet hab. Bist du nicht der Jüngste hier gerade, Per? Nein. Nicht? Ich bin geistlich älter als Olli. Geistlich? Was? Du bist geistlich älter. Du bist ein Geistlicher? Hattest du etwa Kommunion oder was? Du Heide? Ja. Wieder so ein Katholik. Ich lasse ein Pferd durch meine Wohnung rennen. So, ich möchte jetzt bitte hier ein bisschen Applaus hier haben von unserer Community. Evangelisch ist am besten. Was? Wait a minute, Religion? Du bist Gamer, verdammt. Es geht sich nur um die Angehörigkeit, man muss nicht gläubig sein. Das Einzige, woran du glauben darfst, ist God of War, Mann. Ah, das ist PS3, fick dich. Ich weiß, das Spiel ist trotzdem geil. Screw you guys, I'm going home. Unser Gott ist der Master Chief. Und ganz ehrlich, dann glaube ich lieber an das Spaghetti-Monster. Ja, Spaghetti-Monster. Das Spaghetti-Monster, hey. Mit Fleischbällchen, bitteschön. Das Spaghetti-Monster mit Fleischbällchen heißt das. Stimmt. Ich ganz ehrlich, man darf das nicht mal dreimal hintereinander aussprechen. Nee. Das beschwört nur was herauf. Oh mein Gott. Metroid Prime mit Zwiebeln. Ne, Soldat James Ryan hat mir schon lange nichts mehr mit zu tun, ne? Nicht? Ne. Schrecklich. Das war eine super Situation. Ja. Wir haben LOL gespielt, ein Typ hat sich aufgeregt und hat statt Crying Ryan geschrieben. Also ohne C. Und wir haben uns so darüber gefeiert, da hab ich mal einfach mal reingeworfen, der Soldat James Ryan. Weil man muss einfach mal so lassen, es passt. Deshalb. Sei das mal hingestellt. Ja, mal dahingestellt. Immer dieses Rumgestelle. Wieso, stellst du auch was in die Landschaft, oder wie? Ja. Ein Schaf. Meinen Gesäß. Dein Nennengesäß? Und ich will dann im Tal gleich noch reinmachen. So, Leute. Machen wir hier eigentlich wieder so eine Statue, nur halt dieses Mal kein Domo, sondern ein Riesenschaf. Jonas. Meh. Jonas. Ja, Mann. Stirb durch meine Armee. Nein, ich kann nicht spawnen, ich wollte cool. Das war jetzt echt schlecht. Oh, Mann. Und wie Olli erstmal instant jegliches Spawning von Monstern ausgeschaltet hat und Per gerade einen epischen Triumph feiern wollte. Oh, schade. Oh. Du solltest dich jetzt schämen. Bitte aber jetzt. Gewaltig. Ja, bitte. Wie hast du denn... Kann ich... Ja. Nein, du kannst hier nichts spawnen. Doch, ich kann auch hier spawnen. Los, meine Armee, verteilt euch und verbreitet Schrecken. Naja, ist das nicht Angst? Ich glaube, man kann Schrecken? Wirklich was spawnen. Warte mal, das versuche ich jetzt einfach mal. Ich bin schon an einer Stelle. Weil ich bin so ein cooler Junge. Jetzt kommt's. Verdammt. Ach, heilige Kraft. Da fehlt was. Ging das noch mal? Links und rechts auch noch ein Block. Ah, stimmt. Wo ist meine Schergen? Ich glaube, warte mal.
Ne? Hä? Wie war das nochmal? Hey Jonas, hier ist ein Flashmob. Ich glaube, das ist richtig. Ich glaube auch. Werdest du Schwein dorthin gespawnt? Warte mal, ich versuche mal mit Schnee. Mit Schnee funktioniert das auf jeden Fall. So. Verdammt. Jetzt muss ich es mal anschauen, Alter. Dann jetzt aber... Nein. Gottverdammt, das Flashmob. So. Geht auch nicht. Okay. Das ist interessant. Selbst das funktioniert dann nicht. Komisch. World Guard ist ja mal awesome. Ja, jetzt hat irgendwie die totale Verwirrung eingesetzt. Verwirrung? Wofür? Worüber das denn? Also? Ich hab jetzt keine Ahnung. Das ist immer ein Flashmob. Jonas, ist komm her. Ich nebenbei mal so ein bisschen den Chat noch. Ja. Ja, ich hab's im Blick. So. Olli hat jetzt auch den Chat offen. Ja, ich. Hättest du Fleisch, also Schweine genommen, dann wäre es ein Fleischmob gewesen. Warum sind hier so viele Kühe? Ja, flieg mal jeden hin. Das habt ihr eingestellt. Oh mein Gott! Pea, kannst du das erklären? Nein. Er will es nicht erklären, er will die Welt einfach nur brennen sehen. Gibt es nicht irgendwelche Mobs, die aufessen? Sowas wie Wölfe? Ja, Wölfe essen Kühe. Hast du mal wieder super hingekriegt, Buffalo. Ja, hallo? Von dir war doch noch das Beste. Ha! Die in Brasilien sprechen noch kein Portugiesisch, ich spreche noch Brasilianisch. Hä? Das ist ja auch eigentlich. Ey, du hast dich extrem abgefeiert, wo ich das gesagt hatte, dass sie ja Portugiesisch sprechen. Nein, ja. Weil sie gesagt haben, oh Mann, warum sprechen die alle hier Portugiesisch? Hä, wo weißt du, dass es Portugiesisch ist von der Sprache? Ja, ich bin in Brasilien. Ja. Max Payne 3 halt. Ja, die müssen wirklich gefeiert haben. Das sind dann immer diese Situationen, die ich natürlich nicht aufnehme und dann natürlich die Nachwelt nicht mitbekomme. Ich weiß es nicht. Ich vergesse es. Was? Weil ich kein Let's Player bin. Und ich fange einfach an zu spielen und dann passieren so coole Sachen. Und bald nimmt er was auf und ich nur trage. Schäme er sich. Ich weiß, das ist alles meine Schuld, aber es ist auch alles gewollt. Natürlich, er verdient damit sehr viel Geld. Ja. Hallo, wie kann ich mir sonst so viele Spiele leisten? Prostitution? Ja. Nein. Doch. Nein, obwohl. Verdammt, eine Idee. Ein Hinweis. Was hab ich denn jetzt hier? Oh. Naja. Was soll das denn werden? Ich wollte da gerade ein Schaf hinbauen. Aber okay. Was? Ich will jetzt irgendwohin jetzt dieses Schaf bauen. Das ist aber scharf. Ich meine. Wir können ja gerne mal unser Publikum fragen, was sie empfehlen, was wir dort machen, aber ich glaube, es hat keinen. Kommt der Tag-Nacht-Sensor hin? Okay. Also ganz ehrlich, ich würde jetzt mal die Olli-Cam mal bitten, ein Schaf anzugucken. Und hallo, bitte, es gibt doch wohl nichts Besseres, als ein Schaf nachzubauen. Ups. Weil die gucken schon legendär. Du meinst wohl eher ein bisschen. So, kommt her und direkt läuft's weg. Es ist nicht legendär. Auf Englisch gesehen wäre es ein Legend Mary. Mary. Legend Mary. Das blöde Schaf ist. Ich glaube, ich mache noch mal ein paar mehr Kühe hin. Das muss jetzt hier. Warum? Was habt ihr mit euren Kühen, Mann? Ja, wollte ich gerade auch. Kühe sind episch. Ich wünschte, ich wäre Inder, damit ich sie anbeten kann. Kühe? Das kannst du auch ohne indische Worte sagen. Nee, die Schafe gucken viel cooler. Die Kühe machen immer viel coole Geräusche hier. Olli macht Mu. Was? Siehst du den etwa wieder an den Nippel? Ja, Nippelschwister. Oh mein Gott. Ja, wo bin ich hier mal wieder gelandet? Captain-Niveau, wir sinken. Ich dachte, hier spricht der Captain der MS-Niveau. Mm, meine Damen und Herren, es sinkt für das Sie. Ist die Cowboy das hier. Ach, sorry. Ich bin noch so gewöhnt zu Captain Buffalo von der MS Miau. 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 Ich dachte gerade so, diesen neuen Meme mit den. Wir fangen an, ein bisschen Niveau zu haben. Es ist weg. Ja. Und was das ist weg. Niveau? Niveau ja. Hin. Keine Reaktion. Irgend so ein komischer Dienst Cornel ist hier die ganze Zeit rein am Spam. Ich find's zum Kotzen. Was? Fake and gay. Ach du heilige Mutter Gottes. Alter, das ist mein Spruch. Ich hab übertrieben.
Ich hab wahllos übertrieben, Leute. Ach. Machst du wieder den Server kaputt? You don't say! Ich glaube, ich crash den gleich. Guck dir mal die Kühe hier an. Hör auf! Was ist dein verficktes Problem? Guck dich das an. Hast du wieder angestellt? Guck dich das an. Invasion der Kühe. Warte, ich hab jetzt gerade mal kurz auf den Stream drauf geguckt und was ist das? Was? Meinst du diese kleine Kuharmee? Obwohl, oh, wisst ihr? Oh mein Gott! Ganz ehrlich, er hat es verdient mal wieder. Ah! Nein! Kann man, schön groß, kann man es groß, schön auf, groß und schön auf dem Stream sehen? Killed it, Earl. Ups. Ja, Mann, man kann es sehen. Das geht! Das geht! Minecraft? Minecraft! Minecraft, ah, da ist es wieder. Ist ja fast schon noch schlimmer als bei Dead Rising, wie viele hier an Kühen sind. Hat Dead Rising so viele Kühe im Spiel? Nee, es sind eher angefressene Leute, aber egal. Oh, ist ja fast dasselbe. Ja, die hatten einen schlechten Tag. Wir hören gerade, kann es sein, dass Per irgendwas versucht zu kompensieren? Oh mein Gott, okay, danke, dass du das gesagt hast. Jetzt hab ich Kopfkino. Oh mein Gott, war damals voll. Nein, der Buffalo durchkreuzt meine Pläne, indem er meine Armee tötet. Los, Kuhchens, angreifen. Ich brauche einen MG42. Und die Kühe nur so, okay. Best okay Reaction ever. Also. Weißt du, wie das geht, Buffalo? Buffalo, guck mal. Sehr schön. Okay, Leute, ich hab folgendes angeboten. Guck nach oben! Und wow! Weg. Bam! Alle tot! So geht's natürlich auch. What the fuck? Was macht ihr mit dem Server? Wir töten Kühe. Nochmal in Zeitlupe, bitte. Nein! Alle tot. Ja, okay, die restlichen, die können wir hier lassen. Die sind ja noch relativ normal. Ihr wisst, dass das Ding immer noch den Bug hat, dass der Rollback zur Originalmap dann nicht mehr richtig klappt. Das ist alles per Schuld. Ich sprich's ja nur mal so an, also. Ne? Hey, komm, wir mussten irgendwie töten. Jetzt habe ich immer noch das Problem hier, verdammt. Verdammt. Okay, Leute. Es ist echt schade, dass ihr die Musik nicht hören könnt. Jungs. Wir machen euch ein Angebot, liebe User und Zuschauer. Wenn ihr schafft, bis auf 20 Leute in der Liste zu kommen, dann bringen wir Per nochmal um. Und ich weiß, dass ihr es wollt. Nein! Okay, so wir arbeiten wir jetzt schon. Also, wie gesagt, letztes Mal hatten wir es sehr schön gehabt, dass wir so eine Art Folterkammer, wo wir dann gegen unzählige Creeper kämpfen mussten, die ich nur umgebracht haben. Wenn ihr sowas wieder wollt, dann macht auf 20. Nein. Tja, wir können das auch, musst du durch. Ich will dich schon wieder gegen wahllose Creeper kämpfen. Die ihn dann umbringen. Warum? Wegen Zuschauer, Likes und so? Ja, natürlich. Für Likes machen wir fast alles. Ja. Ja, auf meine Kosten. Ja. Like-Uhren. Also weißt du, irgendwer von uns muss doch leiden. Wir haben uns überlegt, ich bin einfach zu cool. Olli hat die Kamera, Buffalo ist Buffalo, wer bleibt dann noch über? Boah, Enz, ich bin Buffalo, ein Gott, ich bin ein motherfucking Enderman, Mann. Nein, du bist weißt ein Überall. Wenn wir von Star Trek ausgehen würden, dann müsstest du die rote Uniform haben. Oh. Ja, richtig uninteressant, richtig nichtstuend. Er ist tot, Jim. Oh. Er ist tot, Jim. Ja. Ich hab Star Trek noch nie gesehen. Na, das ist aber der. Ich mein. Joel McCoy macht das immer. Buffalo, da ist einer, McCoy, der Schiffsarzt. Und immer, wenn dann wenn es einer sterben muss in der Serie, dann hat er immer eine rote Uniform. Immer. Dann sagt er zum Captain immer, er ist tot, Jim. Da ich dachte gerade, Per ist tot. Ich liebe es, wenn Buffalo sich so feiert. Wann hatte Buffalo den größten Nachtflash? Daran kann ich mich nicht mehr so erinnern. Ach so, mit Oying, stimmt. Nein, ich hatte noch schlimmere. Aber ich weiß selbst nicht mehr, worum die ging.
Geschichte.